Hallöchen. Zwei Anmerkungen, bevor das Video startet. Ich bin jetzt gerade die Linie 11 gefahren und habe zwei Dinge festgestellt. Also, Ding Nummer 1, plötzlich funktioniert Ingolstadt mit Omni-Navigation. Ich gehe davon aus, dass Omni-Navigation ein Update bekommen hat und die Karte dann jetzt funktioniert. Und Punkt 2, da dreht es sich um die AI-Listen. In der Folge sage ich, dass die AI-Liste für Mercedes nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert. Das ist nicht ganz korrekt. Den Fehler habe ich selbst produziert, denn es sind nur ergänzende AI-Listen. Das bedeutet, ihr müsst die Einträge aus den mitgelieferten anderen AI-Listen in die Standard-AI-Liste kopieren, beziehungsweise einfügen und dann ersetzen oder mischen, wie ihr das auch wollt. Anleitung liegt ja im Add-ons-Ordner für Ingolstadt dabei. Ist sehr untypisch. Normalerweise kriegt man bei den ganzen Karten immer fertige AI-Listen mitgeliefert. Aber es ist halt so, wie es ist. Der Fehler liegt auf meiner Seite und nicht auf Seite des Entwicklers. Und damit viel Spaß jetzt mit der Folge. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler, vorhand auf das Spiel beginnt. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Neue Horizonte muss ein bisschen warten, denn Ingolstadt ist erschienen und wir werden uns Ingolstadt anschauen. Wir beginnen mit der Linie 10. Und fahren von der Henschelstraße, ich glaube, so heißt sie. Heißt sie Henschelstraße? Nein, sie heißt Herschelstraße. Fahren wir zu Knoglers Freude oder nach Knoglers Freude mit einem Facelift-Dreitürer. Ich bin die Linie schon mal ein Stück gefahren. Mit einer anderen AI-Liste. Da werde ich, werde ich gleich was zu sagen. Abfahrt ist 24, das heißt, wir sind schon ein bisschen spät dran. Das macht aber nichts. Also, wir haben jetzt die Standard-AI-List mit MAN Standard OMSI halt. Und es ist eine Facelift, also eine Citaro AI-Liste dabei. Die hatte ich benutzt und dann fuhren meine Citaros auf einmal auf dem Radweg. Als wären sie Fahrräder. Warum auch immer. Das hat die Performance natürlich total kaputt gemacht. Und ich hatte auf einmal irgendwie nur noch 2, 3, 4, 5, 6 Frames. Jetzt habe ich die Standard-AI-Liste gesetzt und jetzt funktioniert es zumindest. Ich werde für die nächste Folge auf jeden Fall nochmal eine andere AI-List nehmen. Vielleicht Iveco oder so. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Oder MAN, denke ich. Und dann werden wir mal schauen, ob es an der AI-Liste liegt. Ich werde auch noch mal privat ohne Aufnahme die Citaro AI-List nehmen und dann noch mal schauen, um den Fehler irgendwie zu reproduzieren und zu beheben. Vielleicht hat auch OMSI einfach nur gespackt wie Hulle. Nächste Haltestelle, Peter Steuertheim. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall die Linie 10. Und dann schauen wir mal. Ich kann euch auch gleich zeigen, wo die ganzen Fahrräder immer hergekommen sind. Weil performancemäßig war das natürlich eine Katastrophe, ne? Muss ich ja keinem erzählen. Also, also ich hatte hier schon teilweise nur 15, 20 Frames und immer wieder Nachladeruckler und alles. Dabei sollte die Karte ja mit FLOMSI-Einstellungen mega performant sein. In Omni-Navigation konnte ich die Karte nicht einpflegen. Ich habe es probiert, kriege aber immer wieder einen Error. Macht nichts. So, hier von links sind die ganze Zeit Citaros gespawnt. Warum auch immer. Und sind dann hier da auf dem Bürgersteig gefahren. Hier auf der grauen Fläche. Und teilweise dann auch hinter mir. Natürlich auch dann alle ohne Beschilderung. Und ich hatte mich immer gewundert, warum fahren denn die ganzen Citaros hier ohne Matrix, ohne Beschilderung. Ja. Weil da was mit der AI-Liste nicht stimmte. Aber
Aber jetzt ist es schön mit der Standard-AI-Liste und auch schön performant. Nächste Haltestelle, Unganeder Straße. Gefällt mir. Wir werden ein paar Performance-Einbrüche auf der Karte feststellen, weil sie sehr detailgetreu nachgebaut ist. Der Stand ist 2013, 2014. Und ihr müsst bitte schauen, in der Readme war der Schilderwald nicht hinterlegt als Scenery-Object. Nutzt am besten OMSI-Tools, lest die Karte aus. Da könnt ihr ja dann alle Objekte auch euch anzeigen lassen, auch im Browser dann, damit ihr sie runterladen könnt. Und dann passt das. Wir kennen Ingolstadt ja schon ein bisschen aus früheren Videos. Aber hier handelt es sich jetzt um die Version 0.1. Gar nicht wahr. Einen Einzelfahrschein, bitte. Um die Version 1.0. Danke. Und ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, ich hasse dieses dreitürige Ding, ne? Readme solltet ihr auf jeden Fall lesen. Beziehungsweise die Anleitung. Es gibt ein paar interessante Dinge. Zudem findet ihr da natürlich auch alle Linien und wie sie gestaltet sind. Was mir fehlt ist, ob es Gelenk- oder Solo-Kurse sind. Das ist leider nicht mit eingezeichnet. Macht aber nichts. Ich fahre einfach das, worauf ich Bock habe. So. Also ich bin jetzt wunderbar durchgekommen, was die Performance angeht. Das war gestern, als ich probiert habe aufzunehmen. Katastrophe. Ich bin hier teilweise über die Kreuzung gehüpft. Achso, die da ist grün. Ah, für die. Ah, okay, ja, das sind solche. Ja, okay. Ich hätte jetzt auch gern grün. Ja, lange nicht mehr Citaro gefahren. Das Gefühl, dass es was mit Fahrrädern zu tun hat, mit den Einträgen, weil hier sind jetzt keine Fahrräder in der AI-Liste, soweit ich weiß. Hallo. Ich kann mir auch selber eine AI-Liste bauen, indem ich einfach hier die Standard-AI-Liste, indem ich dann andere Einträge vornehme für die Fahrzeuge. Das geht ja auch theoretisch. Nächste Haltestelle, Telemannstraße. Aber es ist halt schade, wenn eine AI-Liste mitgeliefert wird, dass die halt so kaputt ist. Gut, kann man nicht ändern. Bis jetzt, was ich so sehe, gefällt mir ganz gut. Schöne Stadtkarte. Ich habe auch schon Straßenschilder gesehen, also Schilder mit Straßennamen. Begrüße ich ja immer sehr. So, rein mit dir. Minus 8,50? 10.38 Uhr? Ich bin ja viel zu früh. Nächste Haltestelle. Peter Steuertheim. 10.33 Uhr. Ich bin viel zu früh losgefahren, glaube ich. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Telemannstraße. Gehen wir mal auf 38. Ja, ich bin viel zu früh losgefahren. Ich habe wahrscheinlich nicht richtig hingeschaut, nehme ich an, ja.
Kann passieren. Jetzt geht's zum Zopp. Nächste Haltestelle. Zentrale Ortsverwaltung. Das ist ja unglaublich. Oi, oi, oi. Den Führerschein gewonnen, oder? Rum. So. Ich habe etwas gelernt, auch bei grünem. Ach nee, jetzt darf ich fahren. Wenn es ein grüner Pfeil aus Metall ist, dann muss ich trotzdem anhalten und auf den Individualverkehr achten. Ah, 10 Montag bis Freitag und Sonntag rechts halten. Okay. Zehn Montag bis Freitag geradeaus. Guten Morgen. Hallo. Oh, Static Vehicles, okay. Hier ist ja gar nichts los am Zopp gerade. Entschuldigung. Wir fahren geradeaus weiter. Nächste Haltestelle, Harderstraße. Mal so ein bisschen im Innenstadtbereich. Dass hier jetzt gar keine Busse unterwegs sind, die wir sehen, das wundert mich ein bisschen, aber okay. Hallo. Hallo. Muss ich vielleicht auch noch mal schauen, ob da was nicht stimmt. Nächste Haltestelle, Rathausplatz. Ich lasse hier nur rollen, ich mache gar nichts. Einfach rollen lassen. Ein bisschen wenig Menschen, die hier langlaufen. Hier könnten noch ein paar Pappkameraden oder so stehen, einfach, um das ein bisschen belebter zu machen. Na, auch hier. Auf dem Rathausplatz noch ein paar Pappkameraden.
Linienverkehr und Taxi frei und wir fahren auch geradeaus. Fahrtschaltung, sehr schön. Nächste Haltestelle, Brückenkopf. Brückenkopf. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Und ab geht's. Nächste Haltestelle, Ranke Straße. Geradeaus. Na, wo kommt denn jetzt der Hänger her? Okay. Okay, Busse sind da, das ist schon mal gut. Auch wenn da bei den Omsi-Bussen irgendwas mit der Lackierung nicht immer stimmt, aber wir haben Busse, das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Da war die 10 eine Gelenklinie. Kann man nicht wissen. Wie gesagt, ich fahre halt, worauf ich Bock habe. Nächste Haltestelle, St. Markus. St. Markus. Kontaktschleife ist da. Fahrplan. Wieder minus 4. Wie? Oh, der ist aber. Der Fahrplan ist aber. Ist aber. Ja, easy fast. Da kann man ja echt gut Zeit abstehen. So, dann warten wir mal auf Green. Oder vielmehr auf Fahrt. Nächste Haltestelle, St. Anton.
Doch, aber von der Gestaltung her, wie gesagt, bis auf, dass die Straßen ein bisschen leer aussehen, gefällt mir das ganz gut. Wie gesagt, Ingolstadt begleite ich, beziehungsweise begleiten wir ja auch schon ein bisschen länger. Kommt der Hauptbahnhof. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Bitte. 10 fährt rechts rum, kleinen Moment. Jo. Die hält auch so einiges, ne? Kleiner Hauptbahnhof, schnuckelig. Nächste Haltestelle, Blücherstraße. Wir fahren geradeaus. Aber schön, gefällt mir die Karte. So, jetzt. Dreitürig. Das macht echt Probleme für mich. Nächste Haltestelle, Maximilianstraße. Also die Linie 10 ist auf jeden Fall wirklich angenehm zu fahren. Ja, und über die Performance kann ich mich nur wirklich nicht beschweren. Ach, schön. Mit Werbung. Nett. Doch, also, was so die Details angeht, das ist ganz nett gemacht. So, was hält hier? 10 und die 11. Ne, die 10 und die 44. Audi GVZ. Aha, und die N14.
Sache mit Omni-Navigation wäre es natürlich noch schöner, aber das will irgendwie nicht funktionieren. Schulzentrum Südwest, Maximilianstraße. Schulzentrum Südwest, Maximilianstraße. Umleitung, wa? Straßen gesperrt. Fahren wir jetzt rechts rum, okay. Gut, fahren wir, machen wir. Scheiße. Ja, die 10 ist auf jeden Fall eine Gelenklinie. Okay. Macht nichts. Ersatzhaltestelle. Guten Tag. Wie sieht denn die Baustelle hier aus? Ah jo. Ah, auch schön dran gedacht, Haltestelle verlegt. Das gefällt mir. Mal ein bisschen aufpassen. Nächste Haltestelle, Schrobenhausener Straße. Aha. Doch, gefällt mir. Links unten. Schrobenhausener Straße. So. Dann warten wir mal, dass grün wird. Das ging schneller, als ich dachte. Nächste Haltestelle, Langgasse. Mit Schulweg, ja. Langgasse. Morgen.
Hier hält dann auch nur noch die 10 und der Nachtbus, okay. Nächste Haltestelle, beim Schmalzbuckel. Was? Was? Beim Schmalzbuckel? Okay. Ja, gut. Schmalzbuckel. Okay, das ist ein Aldi, das ist kein Schmalzbuckel. Gut. Meine aber, die Gegend kenne ich noch aus Ingolstadt hier. Kommt mir ein bisschen bekannt vor vom Design. Nächste Haltestelle, Einbogen. Hoppla. Ich kann mich auch irren. So, rein mit dir. Ja, wir fahren jetzt rechts. Ja. Ja, das ging ja wohl noch. Also bitte. Das ging ja wohl noch. Nächste Haltestelle, Kirchstraße. Wir haben, glaube ich, einen 15-Minuten-Takt, wenn ich mich recht entsinne. Dann dürften wir auch nicht so viel Pause haben, denke ich mal. Oder es ist so getimt, dass wir jetzt sogar 15 Minuten Pause haben. Was? 10 bitte auf Abfahrt. 11.37 Uhr warten. Ach, bitte auf die Abfahrt. Aber bitte auf die Abfahrt 11.37 Uhr. Ich warte aber doch jetzt nicht bis 11.37 Uhr. Oder meint sie... Okay.
Nächste Haltestelle, Silesiusstraße. Wird einen Grund geben, warum es da stand. Silesiusstraße. Ah ja, guck, Hans-Böckler-Straße, Noglas-Freude. Jetzt bin ich auch wieder im Plan soweit, nur noch 2 Minuten zu früh. Nächste Haltestelle, Hans-Böckler Straße. Hinten ist meine Haltestelle. Ah, der Ort heißt Knoglasfreude. Stadt Ingolstadt. Knoglasfreude. Nächste Haltestelle, Knoglasfreude. Na, und jetzt muss ich da vorne wieder wenden. Kann ich Fahrzeug abstellen. Weil da kann ich ja nicht stehen bleiben. Bin ich schon mitten auf der Straße. Ja, 2 Minuten hätte ich jetzt. Das war die Linie 10 auf der neu erschienenen Karte Ingolstadt. Bin gespannt, was es noch so erwartet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.